Und damit ein herzliches Willkommen zum Opener-Match von Monday Night Raw oder Raw is War. Wir haben eine 8-Man Over the Top Rope Battle Royale. Und wer ist alles drin? Big Cass, Psycho Sid, Big Red Monster, Kane, Samoa Joe, Bret Hart, Man Hart, Big Show, Jack the Snake Robinson, Stone Cold Steve Austin. Ja, vierte Woche. Das heißt, die mit unter der Woche am besten dagestanden haben. Und das war in diesem Falle Big Show. Oha, jetzt bin ich aber mal gespannt. Das hier kann ja praktisch jeder gewinnen. Und Big Show geht hier direkt auf Bret Hart los. Und Psycho Sid will da am liebsten Samoa Joe rausschmeißen. Und was mache ich denn da? Ich drücke einfach hier wild auf irgendwelche Knöpfe in der Hoffnung, dass es was bringt. Weil I don't know. Ah, Kane wehrt sich hier gegen The Big Show. Und was macht Big Show? Der ruht sich erstmal ein bisschen aus. Oh, Samoa Joe. Na, na, na. Werde aber entkommen. Harter Punch von Big Show. Ich habe gar keine Zeit, mich um die anderen hier zu kümmern. Als Psycho Sid jetzt gegen Big Show da hinten, aber Bret Hart gegen Steve Austin, Jake the Snake Roberts gegen Kane. Und es sind noch alle drinne. Bisher zumindest. Oh, Jake Roberts, der wartet da. Ah, Big Show kann da kontern. Und ein Atomic Drop von Big Show gegen Psycho Sid. Ich war gespannt, wer hier als Sieger hervorgeht. Wie gesagt, bei einer Battle Royale könnte es so gut wie jeder sein. Oh, harte Kopfnuss von Sid. Du bist ja immer noch allesamt hier im Rennen. Aber Bret Hart versucht da oben Samoa Joe rauszuwerfen. Hat es aber nicht so ganz geschafft. Ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wer überhaupt auf mich losgeht. Ach, Psycho Sid ist das. Ach, Sid wird da erstmal richtig schön. Big Show durch die Mangel genommen. Und Psycho Sid ist draußen. Oh, was hat denn da Jack Roberts vor? Oh, der hat übrigens seinen Finisher voll. Ich muss echt aufpassen. Dass ich hier nicht gleich rausgeschmissen werde. Aber vorher nehme ich noch irgendjemanden. Uiuiui. Ich habe meinen Signature noch voll, nicht den Finisher. Und Steve Austin ist draußen. Harter Schlag gegen Big Show. Ja, Big Cass ist draußen. Und noch irgendwelche anderen, die ich ja schon wieder vergessen habe. Also mal Joe. Also Jake Roberts noch drin. Big Show noch drin. Stone Cold Steve Austin, Bret Hart und Kane. Und da bekommt Steve Austin ein Signature ab. Oh, harte Kopfnuss.
Und was macht Jake Roberts? Der räumt hier momentan richtig gut auf. Na gut, da kommt Kane wieder zurück. Und Kane hebt ihn hoch und wirft ihn krachend auf die Matte. Ah, wir sind schon ein bisschen von Kane in die Bredouille gebracht. Ein schöner Tilt-World Slam von Kane. Und Bret Hart ist raus. Steve Austin hat ihn mit einer krachenden Clothesline aus dem Match geworfen. Und Steve Austin versucht da Kane rauszuwerfen. Klappt noch nicht so ganz. Also für Big Show sieht es momentan sehr, sehr gut aus für unseren Intercontinental Champion. Und Steve Austin ist draußen. Genauso wie Jake Roberts. Ja, Kane gegen Big Show. Die beiden großen Monster. Hier im Wrestling-Business. Oh, Platzwunde bei Big Show. Und der Knockout-Punch. Ja, harter Konter von Kane. Und eine Clothesline. Ja, Kane und oder Big Show. Wer wird dieses Match gewinnen? Big Show oder Big Red Monster? Wir werden es erleben. Es könnte jetzt sein, dass gleich alles vorbei ist. Oh, Konter von Kane. Ich wollte eigentlich meinen Knockout-Punch anbringen, um Kane halt so richtig schön aus dem Ring raus zu prügeln. Und dann hat kontert er einfach. Darf der das? Darf er das? Oh, Kopfnuss. Und ein harter Punch von der zurückgekehrten Big Red Machine. Und Kane ist draußen. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ganz ehrlich, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet, dass Big Show jetzt mit einer Clothesline so easy das Match gewinnt. Aber nun gut, unverhofft kommt oft und wir kommen feierlich zum Next Match. Und damit sind wir schon im nächsten Match. Braun Strowman gegen Artus. Ich muss mal selber gucken. Strowman hat seit dem letzten Pay-Per-View einmal verloren. Und Artus, Trus. Wo ist er? Trusi. Gott, die Federstrichliste. Will das Ding mich hier veräppeln? Wo ist Artus? Trus. Nicht wundern, ich gucke gerade nur auf meine Liste, wo das ist. Ah, da ist er. Ja, der hat gewonnen. Also, oh Gott. Also entweder ich kriege jetzt derbe aufs Maul oder ich krieg's doch hin. Hier, the big red. Okay, mit R-Truth hat sich gerade erledigt. Es ist Finn Balor. Der hier auf Braun Strowman losgeht. Ja, damit hat Artus schon mal Vorteile. Und Artus, der fliegt ja gleich mal über die Barrikade. Artus schlägt zurück. Komm schon, jetzt geh wieder.
Also. Und wieder über die Barrikade. Und R-Truth, der muss hier jetzt gerade... Oh, Konter von Strowman. Und jetzt prügeln sich so kreuz und quer durch die Arena. Na gut, es kann auch passieren, dass das hier ein No-Contest wird. Und da wird der Ellbogen ausgefahren. Und mal mit der Kopfnuss hinterher. Und das Knie. Und jetzt geht es hier hin und her. Ja, Truth, der ist hier jetzt in der Bredouille. Und es geht hin und her. Eine wütende Schlägerei. R-Truth will wieder Richtung Ring. Er flüchtet sich in den Ring. Und das Match hat offiziell begonnen. Ja, gegen die Ring-Dingsbums. Gegen den Apron, das ist gar nicht mal so eine schlechte Idee. Und Truth or Consequences. Hier nochmal in der Wiederholung schön eingesprungen. Ja, Truth, der fühlt sich wie der sichere Sieger. Der Ref ist bei 7. Er kann ruhig, glaube ich, aus R-Truth-Sicht ein bisschen schneller zählen. Und da ist das Monster Among Men wieder auf den Beinen. Ja, R-Truth tut, was er kann. Und der Ellbogen ging daneben. Oh, ich glaube, jetzt soll der Running Power Slam kommen. Und Running Power Slam. Kick-out. Meine Güte. Ja, Truth ist noch ganz gut auf dem Bein. Ja, Truth ist ja auch bei der Bound for Glory Challenge noch ganz gut mit oben. Ich glaube gleich nicht mehr. Und er tappt. Und es ist ein Submission-Sieg. Für Strowman. Und das bringt bekanntlich noch ein paar mehr Pünktchen. Ja, er hat gewütet. Und damit können wir auch gleich zum nächsten Match kommen. Oder zur Promo, je nachdem. Wir kommen zum nächsten Match. Während der Mann hier noch rumbrüllt.